Hallo meine Freunde und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Ember Pixel und heute ist immer noch Mittwoch. Und mit dem Update sind auch noch neue Missionen reingekommen. Einmal, ist es neu hier unten? Ich glaube schon. Ich dachte immer, die Wackeligen sind neu, aber ich glaube, das hier ist noch neu. Oder eins davon. Okay, wir gucken einfach mal rein und starten in die neuen Quests, die uns weiterhin Wintermarken bringen, also noch mehr als zuvor. Die können wir brauchen, denn es sind viele schöne Sets dabei. Und genau, was haben wir denn hier? Du machst das richtig gut. Wir machen das richtig gut. Das hier ist schließlich Teamarbeit. Ach so. Ach, das ist gar. Also weiß ich nicht, ob das jetzt bei jedem so ist oder nicht, aber ich habe anscheinend genug Wintermagie gesammelt, dass es ein bisschen anfängt zu strahlen. Du kannst es in Kristall, Magie fließt wieder. Okay. Cool. Das freut mich. Weiter so, Emma. Wir haben es fast geschafft. Er ist sehr optimistisch, aber das ist in Ordnung. Gut, ich laufe mal zu den anderen Missionen und wir gucken mal, was wir da Neues finden. Hier hinten ist noch eine Mission bei Todd an diesem See. Gucken wir mal. Hallo Amber. Hier sind ein paar Tiere, die dich kennenlernen würden. Gerne kennenlernen würden. Okay. Möchtest du gerne etwas erfahren über. Oh, okay. Was sagst du, Ursa? Ursa. Wie Ursaring, das Pokémon. Okay. Die Elfen entführen die Polarwuchswelpen. Sie sind so flauschig. Oh mein Gott. Kennt ihr den Film? Ich einfach unverbesserlich. Wunderbar. Oh nein, das ist nicht gut. Oh mein Gott, dieser Zoom. Bei den Elfen kommt es zu einer kriminellen Reaktion auf die Überdosis Niedlichkeit. Wir zeigen mangelnde Fähigkeiten dabei, den St Oh Gott, den starken Drang zu unterdrücken, sich einen Fuchs als Haustier zu schnappen. Wir müssen die kleinen Polarfüchse zurück zu ihren Mamas und Papas bringen. Oh nein, was ist denn hier los? Was sagst du, Fall? Du willst dabei helfen? Amber, die Tiere erlauben dir, während dieser Rettungsaktion auf ihnen zu reiten. Sie können dich in dem hohen Tempo den Führern nahebringen. Los, spring auf. Ah, okay. Das ist ja interessant. Ah, deshalb habe ich die Leute damit rumlaufen sehen. Oh, wir nehmen den Elch. Elch, Elch, Elch. Doch. Doch, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cool. Das schreit auch gleich nach einem Screenshot. Er rettet die Polarfüchse mit dem Geweih einfach auf die Hörner nehmen. Kein Problem. So, Anforderungen erfüllt. Wow, dass mir nicht schlecht wird, ne? Vielen Dank. Sieh nur, sie sind wieder bei ihren Familien. Ich glaube, die Tiere möchten dir etwas sagen. Geh doch hin und sprich mit ihnen. Die Tiere wollen mir etwas sagen. Ich rede mit dem Elch. Er belebe die winterliche Stimmung mit deinem neuen Tierfreund. Ach so, und dann kannst du dir jetzt einfach random ausleihen. Na schade, ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht. Ja gut, und wie kriege ich das jetzt wieder? Oh Gott, ich habe gerade Tee zum Absteigen. Nee. Oh, irgendwie wollte der gerade nicht weitergehen, nicht vor, zurück, gar nichts. Danke für das Ausreiten. Komm bald wieder. Wo ist mein Pferd? Okay, Gott sei Dank, es steht da. Okay, cool. Da kann man jetzt einfach Tiere reiten. Auch nicht schlecht. Ich dachte aber, es gibt noch eine neue Mission und da habe ich mich vertan. Hier stehen zwei Wichtel und der rechte, den hatten wir noch nicht. All diese super starke Magie hier hat magische Pferde angelockt, die jetzt durchs Dorf streuen. Und sie sind so hübsch. Ich will mir ein Erinnerungsbuch. Ich will mir ein Erinnerungsalbum machen, damit ich das niemals vergesse. Du reitest viel durch die Stadt. Kannst du mir vielleicht helfen und all die Pferde fotografieren? Mach am besten zuerst ein Foto von mir. So kannst du üben. Und ich habe etwas Schönes für die erste Seite in meinem Album. Ach so. Also einfach nur das Tierchen anklicken. Auch gut. Das war's schon, easy, oder? Halte die Augen
nach den majestätischen Pferden offen, die im Dorf unterwegs sind. All die im Stall zählen nicht. Die stehen viel zu still. Das heißt, wir müssen jetzt jeden. Also, wir müssen jetzt irgendwie Pferde fotografieren. Okay. Ich meine, jetzt haben wir das ja schon für heute gemacht. Und ansonsten die Pferde muss man halt mal schauen, wo man die findet, ne? Naja, mal schauen, ob und wann ich eins sehe. Ich dachte gerade, das ist eins, aber das ist definitiv keins. Ja, gut. Ich denke, das war kurz und schmerzlos. Dann würde ich hier an der Stelle einfach einen Cut machen. Ihr, ja, könnt mir mal erzählen, was ihr vom Update haltet von den magischen Pferden, die reingekommen sind und vom Winterdorf allgemein. Ich finde, die Atmosphäre ist hier richtig, richtig schön, auch mit dem Baum. Und auch vor allem mit den Lichtern. Und ja, es macht einfach Spaß. Das Einzige, was keinen Spaß macht, sind die Klebehände mit Motorsägen oder sonstigem in der Hand. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das alles absolut gut. Und ich finde es richtig entspannt, auch die Schneeflöckchen zu sammeln und so weiter. Das ist super. Das ist einfach super. Ja, dann wird das einfach ein kürzeres Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.